Ho, ho, ho und guten Abend, meine Freunde. Wie ihr seht, ich habe heute ein bisschen neuen Skin hier eingeschaltet, denn wir haben ja momentan ja Weihnachtszeit und da dachte ich mir, hey, warum nicht mal hier so einen schönen Weihnachtsmann-Skill? Aber, Mann, Leute, ich bin ganz schön fett irgendwie. Wie sieht das erst aus, wenn ich meine Eisenrüstung wieder anziehe? Ups, so. Na gut, besser als gar nichts. Wir werden das ja sowieso nicht viel sehen. So. So wollen wir das. Und wie ihr hier schon seht, ich bin gerade hier im Lager. Ich wollte nämlich mal eben schnell was nachgucken. Denn wir können mal heute endlich mal diese Geschichte hier mal ein bisschen fertig fixen. Soweit wir genügend, Ach, Sekunde, ich glaube, ich habe die Nether-Sachen hier reingeschmissen. Kann das sein? Ja. Gut. 1, 2, 3. So, 2, 3. Ups, das war einer zu viel. So. Okay. Haben wir eigentlich noch Glas? Oh, mehr als genug Glas, wie ich sehe. So, 1, 2, 3, 4. So, perfekt. Okay, was brauche ich noch? Ich brauche viermal Redstone, viermal Eisen und dann gucken wir erstmal weiter. Haben wir eigentlich Schleimwelle? Erstmal das Eisen. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch viermal Redstone. Dann brauchen wir noch 12 Cobblestones. Oder Bruchsteine. Ich spiele in der deutschen Version. Alter, was ist da draußen am Abgehen? Sag mal, kann ich eigentlich irgendwie zoomen? Steuerung? Kann ich zoomen? Kann ich zoomen? Kann ich zoomen? Kann ich zoomen? 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 Hm. Ich kann wohl nicht zoomen. Naja, was soll's. Also, ich habe hier schon ein paar Cobblestones gesehen, aber ich brauche ja nur 12. 12. Das war einmal so. Dann brauche ich mindestens einiges an Holzbrettern. Ich nehme jetzt einfach mal alle mit. Und Schleimbälle? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, extra in Sümpfen rumzulatschen, nur wegen Schleimbällen. Oh nein, das könnte reichen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt passt mal auf. Wie war jetzt nochmal das andere? Wie war jetzt nochmal das andere? Ich brauche. Ah ja, okay. So. Boah. Sind 6 nicht schon ein bisschen zu viel? Nee, sogar gar nicht. Ich brauche 12. So. Dann machen wir uns erstmal die hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. So. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. 4. 3, 4. Und so. Damit haben wir schon mal unsere vier Tageslichtsensoren. Das ist schon mal richtig geil. Und jetzt brauchen wir noch mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So war das. So war das. So war das. Gut, dass ich die anderen Cobblestones noch in meiner Tasche habe. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob das reicht. Nee, das reicht natürlich nicht. Aber das ist kein Problem. Wir haben noch was. 1, 2, 3, 4. Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Redstone und Eisen ist vertauscht. So. Damit haben wir schon mal 4 Kolben. Jetzt haben wir 4 haftende Kolben. Und wir haben die Tageslichtsensoren. Und wir haben das Holz. Kommt, jetzt passt mal auf. Ich will das nämlich lieber machen, wenn Monster weg sind. Nicht, dass mir ein Creeper irgendwie das Haus ein bisschen kaputt sprengt. Darauf habe ich nämlich nicht so Bock. Gut. Es ist Tag. Creepers können doch rumlaufen. Also gucke ich mich erstmal kurz vorm Haus ein bisschen um. Und bisher ist leider nur ein Kommentar bisher aufgetaucht.
Und zwar von meinem lieben Freund Randy. Er will nämlich, dass ich eine Paskai-Armee mache. Das werde ich mal ausprobieren und dann sehen wir, wie das so funktioniert. Also, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ich habe ja extra ja hier mal so gelassen, dass ich da einen Tageslichtsensor hinmachen kann. Und hier müsste dann einer sein, rein theoretisch. Ich habe meine Axt jetzt nicht in der Tasche, dass ich Holz wegschlagen kann. Ich hole mir lieber mal eine Axt, weil das würde mir sonst zu lange dauern. So. So, so, so. Legen wir das Feuerzeug erstmal weg. Brauchen wir nicht. So. Dann haut der ab. Dann haut der ab. Dann haben wir... Ey, nein. So. Aha. Und so. Der wird aber nicht beleuchtet. Ach, nee. Nee. Kriege ich den wieder? Ich glaube, der ist jetzt im Haus. So. So. Und den setze ich jetzt... Nein! Oh, Mann! Den könnte ich dann hier drauf setzen. Ja. Ihr seht, es klappt schon ganz gut. Aber ich will ihn so haben. Und den will ich so haben. Dass der immer nur bei Nacht aktiviert wird. Damit hier dann... Ihr könnt schon denken, was ich damit vorhabe. Damit dann hier das Haus, der Eingang blockiert ist, so dass nur mein Bruder, falls der irgendwann mal wieder mitspielen will, und ich hier reinkommen können. Sollte mal es abgesperrt sein. Okay. Da ist der bewegende Block. Der Block ist gerade eben falsch. Der Block müsste dann hier sein. Der Haft, so, der haftende Kolben müsste da sein. Und das müsste da sein. So. Zack. Zack. So, jetzt wird immer, wenn Nacht ist, hier unsere Eingangstür versperrt. Aber Tobias und ich können dann hier mal so ran. Und da können wir dann auch immer ran, um immer wieder ins Haus zu gelangen. Sollten wir es mal nicht, wenn Nacht aufgetaucht ist, es schaffen, rechtzeitig reinzukommen. Jetzt können wir das auch noch schön abdecken. Ich glaube, ich brauche gleich noch mal erstmal ein bisschen Holz aus der Bude. Ja. So, lass mich durch. Oh, wir haben sogar noch ein bisschen Eichenholz. Das ist auch gut. Nein, nicht in die Truhe. Hier wollte ich es haben. Damit wir das dann schon mal vom Tisch haben. Und schon mal einen sicheren Haupteingang haben. Und hier, dann können wir ihn auch immer, wenn wir in der Nacht nach draußen wollen oder so, auch immer so aktivieren. So und so. Tada! Damit wir dann halt immer hier dann so rauskommen, auf einer Seite. Die andere Seite können wir ruhig abgedeckt lassen, das wird ja niemanden stören. So. 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 Das hätten wir schon mal. Nee. Das muss frei bleiben. Damit wir an den Sensor rankommen. Das muss frei bleiben, damit wir an den Sensor rankommen. Genau so war es. Das ist doch schon mal richtig geil geworden. Hier, sieht jetzt schon mal ein bisschen vernünftiger aus als Eingangstür und so. Nur jetzt sind halt quasi hier die Wege offen und alles, dass hier höchstens nur ein Silberfisch oder so reinrennen kann, aber wir haben ja hier zum Glück keine Silberfische draußen. Und diese Endermipes oder so haben wir ja zum Glück auch nicht. Die tauchen ja dann nur auf, wenn wir mal Enderperlen schmeißen sollten. Was mir gerade auffällt, ich habe hier gerade irgendwie keine Enderperlen. Aber ich glaube, ich habe sie eben gesehen, als ich die Sachen von der Hölle irgendwie hier reingepackt habe. Ja, genau, da ist doch eine. Hier, dann können wir uns mit Enderperlen, ihr wisst wahrscheinlich, wie Enderperlen funktionieren. Man schmeißt sie einmal und da, wo sie gelandet sind, wird man dann hingespawnt. Okay, das ist soweit alles gut gelaufen. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir erstmal nach oben aufs Dach, damit wir mal ein bisschen das Haus hier fertig gebaut kriegen. Muss der Block mal weg, muss der Block mal weg, muss der Block mal weg und muss der Block mal weg.
Und die Blöcke da müssen höchstwahrscheinlich auch weg. 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 Irgendwie sieht das hier ein bisschen komisch aus. Ich weiß sogar auch, warum das komisch aussieht, weil hier so noch eine Linie fehlt. Oder ein paar wenige Linien. Das kriegen wir soweit schon mal gut hin. Und sobald wir hier das Größte hier erledigt haben, hier zum Beispiel Projekt Haus, Projekt, wird es gerade Nacht, dann wäre es ziemlich geil, das einmal zu demonstrieren. Nee, wieso geht die andere Tür jetzt nicht auf? So? Nee, es wird, glaube ich, gerade noch nicht Nacht. Habe ich aber gerade genügend Zeit, eben mal kurz schon mal ein paar Bäume wegzuschlagen. Ja, ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen mit Sprachfehlern gerade verflucht und alles. Das liegt daran, weil ich irgendwie eine Stelle am Mund habe, die mich langsam mal irgendwie zu oft als normal nispeln lässt oder wie auch immer das Wort war. So. Ich nehme jetzt einfach mal alle Bäume weg, weil das wird jetzt gerade ein riesengroßes Projektding. Jetzt wird es, glaube ich, Nacht, oder? Oder ist das nur von dem Schatten der Bäume? Ach, ist ja auch egal. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit darauf achten, wann Tag und wann Nacht wird und so. Es wird einfach Nacht, wenn es Nacht wird. Ich habe gerade einen Wolf gehört, oder? Nee. Ich hatte doch eigentlich einen eigenen Hund. Deshalb muss er gerade die Geräusche verursacht haben. So. Wieso sind da oben? Oh Mann, habe ich Erde? Nein, habe ich natürlich nicht. Kümmern wir uns später drum. Dass das ganze Holz da oben verschwindet. Ach, ist sogar von diesem Baum hier. Ach, kommt. Scheiß drauf auf die Axt. Wir bauen uns jetzt einfach mal hoch. Wir brauchen sowieso eine Menge Holz für das Dach. Denn das Dach ist, aua, nicht so wirklich klein. So. Das nehme ich auch schon mal mit. Denn wir brauchen alles jetzt an Holz, was wir hier haben. So. So. Haben den höchsten Punkt jetzt wo erreicht. Dann gucken wir uns jetzt mal. Ja, ich bin auch echt ein Genie hier gerade. So. Jetzt noch mal vorsichtig hochbauen. So, jetzt geht's nicht höher. Jetzt können wir uns zum Beispiel darum kümmern, den hier zu kriegen und den hier zu kriegen. So, dann gucken wir uns mal hier um, ob hier noch mehr Holz ist. Wenn nicht, müsste ja der Baum ja schon bald zerspringen und alles. Und hier haben wir schon mal. Oh, wir haben ja schon 4 Stück, um neue Bäume anzupflanzen, sobald wir wieder Holz brauchen. Und das werden wir bestimmt auch. Denn ich glaube nicht, dass das Holz, was wir hier jetzt haben, reichen wird. So, ich glaube, das war's jetzt auch schon. Aber da ist es noch ein bisschen dunkel. Ich grab mich mal hier mal ein bisschen lang. Ne, ich glaube, das war's. So, so, so. So, 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 so. Jetzt müsste der Baum dann auch zerfallen, wie hier auch schon überall. Und ich hoffe, wir kriegen da auch noch mal ein paar Äpfel, weil wir haben nicht allzu viel zu essen und vielleicht können wir uns ja bald mal, wenn wir mehr Gold haben und alles, vielleicht noch mal ein paar mehr Goldäpfel machen. Für alle Leute, die mich auch übrigens privat mal kennen, da ich momentan ja nicht gerade so viele Battle Games und so mache, würde ich mal gerne mal vorschlagen, dass Leute, die mich privat kennen, mich mal privat anschreiben oder so, die vielleicht Lust und Laune darauf hätten, vielleicht mal hier mal mit mir hier als Gastspieler mal mich zu besuchen und alles und mal mit mir gegeneinander für meinen Kanal mal betteln. Das wäre doch mal richtig geil. Einfach mal so irgendwelche Hunger Games oder so. Da hat man einfach gerade nichts in der Hand. Man kann in der Mitte irgendwelche Sachen so schnell es geht dann krallen. Und dann kämpft man einfach mal so gegeneinander. Das wäre doch mal richtig geil. Hier gibt es sich.
Ich habe sogar nicht nur ein einziges Hunger Games hier mit der Wii Edition, sondern ich habe noch ein paar mehrere. Ich habe zum Beispiel auch so eine Schlacht, wo man mit einer Schaufel sich den Boden unter den Füßen wegreißt. Ich habe mit Schneebällen auch sowas ähnliches. Oh, es wird gerade Nacht. Jetzt kann ich es mal schnell zeigen, wenn es nicht zu spät ist. Ah, verdammt, ist schon zu spät. Auf jeden Fall, ihr seht schon, es klappt wunderbar. Schließmechanismus funktioniert. Dann mache ich mal Folgendes. Ich mache mal so und hier mache ich vielleicht. Ne, hier mache ich auch mal lieber so. Damit es nicht so auffällt, wenn da die Tür zuspringt, sag ich mal. Oder der Schließmechanismus wirkt. So. Aber es wird jetzt gerade auch dummerweise jetzt gerade zu dunkel, dass ich Angst habe, dass hier Creeper zu dicht an mein Haus gelangen. Und daher würde ich mal sagen, schlafen wir erstmal eine Runde. Hä? Ja, toll. Wahrscheinlich, weil es noch nicht komplett Nacht ist. Ah, verdammt. So. Ne, ich mache sie nochmal auf Nachtsensoren und warte dann nochmal einen Moment. Ich schaue mir dann so lange schon mal noch mehr Holz ab. Irgendwie zerfällt hier noch nicht ganz alles. Oh, da ist ein neuer Apfel. Das ist doch schon mal gut. Ich habe mal lieber hier mein Schwert bereit. Weil hier ist es noch so dunkel. Hier werden Monster garantiert noch auftauchen. Aber jetzt passt mal auf. So, so. Ist hier schon mal auch ein bisschen ausgeleuchtet. Oh, Enderman. Baust aber nicht mein Haus ab, Freundchen. Komm her. Ich gucke ihn extra nicht an, weil ich weiß, wenn ich ihn, sobald ich ihn angucke, greift er mich an, so damit ich den ersten Hit krieg. Bam. Er hat mir sogar seinen Grasblock gegeben, den er geschnappt hat. So. Was soll ich mit dem Grasblock? Da ist schon ein Zombie in der Nähe meines Hauses. Oder auch in der Nähe des Hauses meines Bruders. Nur er ist ja momentan zu sehr beschäftigt, um mal wieder mit mir zusammen zu Let's Playen. Aber egal. So. Sammeln wir das mal ein. Spinne. Widerlich. Hau ab. Boah. Letztens habe ich erstmal so ein VR-Horrorspiel mal gespielt. Und oh Mann, ich habe mich zu Tode gegruselt. Es war einfach so hart widerlich. Da war so eine riesen fette Monsterspinne. Und es sah dann halt wirklich so aus, als ob sie mich fressen wollen würde. Und daher habe ich wieder schon wieder eine neue Spinnenphobie. Mein Bett ist zu weit weg. Ja, nee, ist klar. Am Arsch. So, ich habe auch schon den Schließmechanismus wieder gehört, weil ja jetzt wieder so teilweise Tag ist. Timeset 0, sage ich mal. Dieser Befehl am PC Minecraft und so, dass wir jetzt hier den Schließmechanismus wieder haben. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, erstmal genug Holz, um erstmal einen groben Anfang zu machen. Aber es ist besser, ich nehme noch mehr Holz mit. Na toll. Okay, dann fangen wir erstmal an mit dem Bau des Hauses. Oder mit der Fortsetzung des Hauses. Was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Ich nehme jetzt mal alles an Holz mit, was ich habe. Und dann mache ich mal. Ich glaube, ich nehme mir mal eine Workbench erstmal mit. Die ist wahrscheinlich sogar noch hier in der Truhe. Ja, da ist meine Workbench. Hier haben wir noch einen Ofen. Denn es kann eventuell sein, dass wir hier noch ein Stockwerk bauen können, sobald wir das Dach haben. Setzen wir die mal hier so grob in die Mitte hin. So, nee, machen wir uns erstmal Treppen und gucken dann. Mann. Das dauert mir jetzt gerade ein bisschen zu lange. Ich hole mir erstmal nochmal schnell noch eine Axt. Und dann sehen wir mal weiter. Wie viele Diamantwerkzeuge ich auch übrigens schon habe. Naja, sind nicht gerade viele, aber ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Sogar einfach mal schon eine schöne Diamantfeldhacke. Und was ist? Unsere Diamantfelder haben wir noch nicht. Ja, Diamantfelder. Ey, wir farmen Diamanten. Und unsere Felder sind einfach mal noch so gar nicht vorbereitet. So.
Machen wir uns erstmal mit dem, was wir haben, erstmal ein paar Treppen. So. Und das war dann hier. Oh, da ist schon wieder ein Apfel. Ich hoffe, der haut nicht ab, so bevor ich hiermit fertig bin. So, do, 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 do. Aha, ja, ich höre ihn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gehört habt, aber ich habe gerade meinen Bruder schon wieder gehört. Zu beschäftigt, um mal hier wieder ein paar Let's Plays zu drehen, ey. So, 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 so. Aha, ich habe keine Treppen mehr. Also, dann gucken wir mal erstmal. Hier kommt da eine Treppe rauf. Ich brauche mehr. Ihr wisst schon was. Machen wir erstmal so grob die eine Seite erstmal fertig. Daher werden wir kurz mal die Folge ein bisschen länger ziehen. Aber ist ja nicht so schlimm. Könnt ihr mal ein bisschen länger meine wunderschöne Stimme mithören? So, da kommt da. Moment. Ich muss noch mal kurz gucken und mal was fixen. Hier war keiner mehr, hier war keiner mehr, hier war keiner mehr, da war keiner mehr. Das heißt, der hier ist auch nicht mehr da, sondern hier ist dann die erste Treppe, da kommt dann die zweite Treppe hin. Ja. Gut. Dann machen wir eben noch schnell das hier fertig. Oh, ich will jetzt nicht vom Haus fallen. Hier kriege ich ja dann schon ziemlich viel Schaden, wenn ich runterfalle. Gut. Machen wir das mal eben schnell noch fertig auf einer Seite, weil der Part ist ja eigentlich wahrscheinlich schon zu Ende. Ups. Mann, ich kann auch gar nicht mehr aufpassen hier. Hopp. Komm schon. So. Ja, egal. Das muss ja eh schon da sein. So, so. So, so. So. So, so, so. 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 So, 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 so. Das war einer zu viel. So. 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 Und wie es dann weitergeht, wird ihr wahrscheinlich schon. Aua. Sag ich doch. Naja, nur 4 Herzen habe ich Schaden kassiert. War also nicht so schlimm, aber würde ich trotzdem nicht zu häufig machen, weil immer wenn ich mal Hungerleiste verliere, zum Beispiel so wie jetzt, auf einmal ein ganzer Keul hier, oh Mann, eine ganze Keule Schaden, eine ganze Keule Hungerleiste weg und schon war es das mit dem halben Herz da. So, wie ihr hier schon seht, wir können hier noch mal ein Geschoss machen und vielleicht noch mal darüber so ein bisschen was Kleines, Nettes hinzaubern. Aber trotzdem heißt das nicht, dass ich das hier jetzt einfach mal beenden kann, sondern es muss schon dann noch ein bisschen weiter hier in die Höhe gezogen werden. Ich habe schon wieder kein Holz mehr. Ja. Dann machen wir einmal schnell so, so, so. Wie ihr schon seht, unser Holz reicht schon fast gar nicht aus mehr. Aber es ist ja gerade nicht so schlimm. Wir haben es nämlich gleich sowieso schon. Auf einer Seite zumindest. Die andere Seite muss ja auch noch gemacht werden. So. So, so, so. Hoppa, das war schon wieder zu weit. Ach, verdammt. So. So wird das dann in etwa aussehen. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Treppen da drauf klatschen. Und wenn ich mich nicht irre, ab wann hatten wir das nochmal gemacht? Ich will jetzt nicht runterspringen, um zu gucken. Ich glaube, das war drei Plätze, die wir haben. Sogar 4, so wie es aussieht. Nein, nein. Aua, Mann. Verdammt. Einmal raus aus dem Mechanismus. Ach so, ja. Der muss auch noch weg. Dann kann ich jetzt durchlatschen. So, gucken wir es uns jetzt nochmal von hier an. 1, 2, 3, 4. Und dann der Qu Boah, Esel. Querschnitt.
muss kurz was snacken, ey, aber es muss leider ein Apfel sein. Lecker. So, 1, 2, 3, 4, Querschnitt. Da kommt der Querschnitt hin. Ah ne, der ist noch da. Gut. Bauen wir uns eben kurz hoch. So, haben wir ihn. Machen wir mal hier auf. Dann machen wir mal da auf, da auf, da auf. Ich bin, glaube ich, zu weit links. Komm, was soll's. Da. Dann kommt da was hin, da was hin, da was hin, da was hin. Da was hin und hier. So. Damit ist dann auch schon der letzte Querschnitt erledigt. So, wie viel Platz hätten wir dann da ungefähr? Mal sehen, wir haben ungefähr nur den Platz von dem Bereich da und dem Bereich hier. Ist nicht gerade viel, aber würde vielleicht noch so für einen kleinen Dachboden reichen. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir mal den Part. Entschuldigung, ich ziehe nochmal so aus. Dann wünsche ich euch erstmal noch, wir haben zwar noch nicht ganz Weihnachten, aber wir haben ja schon Dezember. Also wünsche ich euch erstmal noch weiterhin eine schöne Kalenderwoche und viel Spaß dann, wenn die Zeit soweit ist für die Weihnachtszeit. Also Leute, ich verabschiede mich für diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.